Ich habe eigentlich überhaupt gar keinen Bock auf dieses scheiß Video, ne? Aber ich brauche die Klicks. Ich brauche die Klicks. Oh, die Kamera läuft ja schon. Hi Leute. Alles, was ihr jetzt gerade gehört habt, das stimmt gar nicht. Ich hab euch nämlich voll doll lieb. Damit sage ich herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal von dem Arminian-Tuber. Heute soll es um die Spieler gehen, die die meisten Einsätze für unsere geliebte Arminia absolviert haben. Aber vorher möchte ich noch kurz zwei Sachen sagen, die richtig scheiße sind. Zum einen natürlich die nachfolgende Länderspielpause. Braucht kein Schwein. Und zweitens, wenn einfach 84,9% der User ohne Abo sind. Mensch Leute, jetzt gönnt doch mal ein Abo. Guck mal, wie kreativ ich bin. Ich habe mir sogar meinen eigenen Greenscreen-Hintergrund aufgebaut, der nicht green ist. Hey, wo gibt's denn das? Bei Roller! Kommen wir nun aber zum eigentlichen Thema dieses Videos. Nämlich die Spieler, die die meisten Spiele für Arminia absolviert haben. Da fangen wir natürlich an mit Platz 10 und dem belegt Norbert Eilenfeld. Der Stürmer hat von 1976 bis 1981 für unsere Arminia gespielt, mit einer kurzen Unterbrechung und dann nochmal von 1988 bis zu seinem Karriereende. Insgesamt hat er 243 Spiele für unsere Arminia absolviert, dabei 82 Tore geschossen und nur eine Vorlage. Also der Mann war Goalgetter durch und durch. 7 gelbe Karten hat er gesammelt, keine einzige glatt- oder gelb-rote. Und ist drittbester Torschütze bei der Arminia und zweitbester Zweitligatorschütze. Platz Nummer 9 ist Jörg Bode. Er war im rechten Mittelfeld zu Hause, konnte aber auch auf links spielen oder sogar im zentralen Mittelfeld. Er hat von 1988 bis 1989 bei Arminia gespielt und dann nochmal von 1994 bis 2002. Seine Zwischenstation war der Hamburger SV und nach seiner Zeit bei Arminia ist er dann zum FC Augsburg gewechselt. Der gute Mann hatte 247 Einsätze für unsere Arminia, hat dabei 13 Tore geschossen und 20 Tore vorbereitet. 16 gelbe Karten hat er gesammelt und eine glattrote. Keine gelb-rote. Den 8. Platz belegt einer, von dem wirklich jeder sagt, er ist eine absolute Legende in Bielefeld. Auch wenn er beim Kontrahenten FC St. Pauli gespielt hat. Die Rede jetzt natürlich vom Torhüter Matthias Heid. Der gute Mann hatte 261 Einsätze für unsere Arminia, hat dabei 0 Tore geschossen. Schande über ihn als Torwart, geht gar nicht, aber 2 Tore vorbereitet. Und ich denke mal, die nächste Zahl wird höchstens von einem Oliver Kahn getoppt. Denn er hat in 261 Einsätzen 23 gelbe Karten gesammelt und das als Torhüter. Nicht schlecht. Ich denke mal, wir brauchen uns nicht groß drunter unterhalten, wenn man sagt, Matthias Hein ist eine absolute Arminia-Legende. Punkt aus. Den 7. Platz belegt ein aktiver Arminia-Profi. Die Rede ist von Tom Schütz. Er ist zu Hause im zentralen defensiven Mittelfeld, kann aber auch eingesetzt werden im zentralen Mittelfeld oder als Rechtsverteidiger. Der 31-Jährige fällt zwar nicht so auf wie andere in dieser Liste, aber er ist trotzdem aus Bielefeld nicht wegzudenken. Er kam 2011 vom Babelsberg und brachte es bis jetzt auf 264 Einsätze für die Schwarz-Weiß-Blauen. Dabei hat er 20 Tore geschossen und 32 vorbereitet. 41 gelbe Karten hat er gesammelt und eine glatt-rote. Wir kommen zum 6. Platz und den belegt Thomas Stratos. Er war gelernter defensiver Mittelfeldspieler, konnte aber auch in der Innenverteidigung eingesetzt werden. Er hat von 1988 bis 1990 gespielt und dann nochmal von 1994 bis 2001. Mir fällt gerade selber auf, wie viele Spieler mal weggegangen sind von Arminia und dann wieder zurückgekommen sind. War wohl damals ein Trend, ja? Stratos machte es bei seiner Zeit bei Arminia auf 272 Einsätze, hat dabei 23 Tore geschossen, 14 vorbereitet und sammelte 40 gelbe Karten, aber keine einzige glatt- oder gelb-rote Karte. Es wird natürlich immer legendärer, wenn wir in der Liste nach oben gehen. Platz 5 belegt die Rübe, Rüdiger Kauf. Er ist gelernter zentral-defensiver Mittelfeldspieler und hat auch ja, zu fast schon 100% seiner Zeit da gespielt auf dieser Position. Wer mein Video gesehen hat, was machen diese 10 ehemaligen DRC-Profis, weiß, dass Rüdiger Kauf heutzutage Scout bei Arminia Bielefeld ist. Er hat nämlich von 2001 bis 2011 beim DRC gekickt, war vorher beim VfB Stuttgart und ja,
Danach, nach seiner Zeit bei Arminia, hat er seine Karriere beendet. Ist natürlich immer schön, wenn ein Spieler so lange da ist und seine Karriere dann auch beendet. Er hat es auf 295 Einsätze gebracht, hat dabei 7 Tore geschossen und 15 Tore vorbereitet. An gelbe Karten legt Rüdiger Kauf um einiges drauf und steht bei 72 gelbe Karten. Und ja, auch keine rote. Ein sehr, sehr fairer Spieler auf jeden Fall. Den vierten Platz belegt unsere heutige Legende, Fußballgott Fabian Klos. Der 1,94 Meter große Stürmer bringt es bis jetzt auf 306 Einsätze für unsere Arminia, hat dabei 141 Tore geschossen und 61 Stück vorbereitet. Echt geile Leistung. Und wer Fabian Klos kennt, der weiß, dass der Junge ein bisschen rustikaler zu Werke geht. Das zeigt natürlich auch seine Statistik. Er weist 59 gelbe Karten auf, 2 gelbrote und 2 glattrote Karten. Die letzten drei Spieler werden wahrscheinlich nur die Alteingesessenen kennen. Auf den dritten Platz haben wir Helmut Schröder. Er war im Mittelfeld zu Hause. Welche Position genau, da gab es auf transfermarkt.de leider keine genauere Info. 1977 kam er aus der eigenen Jugend und spielte bis 1988 bei der Arminia. Also 11 Jahre, wenn man die Jugend weglässt. Natürlich noch mehr. Er brachte es auf 339 Einsätze für unsere Arminia, schoss dabei 39 Tore und ja, keine einzige Vorlage, was als Mittelfeldspieler echt komischer Wert ist irgendwie. 35 gelbe Karten hat er gesammelt, 3 glattrote und gar keine einzige gelbrote. Ja, wenn der nicht mal nach dem Motto, wenn schon, denn schon geht, ne? Den Silberplatz hat sich Wolfgang Pohl gesichert. Er ist ein ähnlicher Spielertyp eigentlich wie Schröder, war auch im Mittelfeld zu Hause. Auch für ihn gab es keine genaueren Angaben auf transfermarkt.de und ebenfalls aus der Jugend von Arminia Bielefeld. Er spielte bei der Arminia ein Jahr länger als Schröder und zwar 12 Jahre von 1972 bis 1985. Und wenn einem dann auffällt, man hat Scheiß ins Skript geschrieben, ne, und nicht rechnen kann. Von 72 bis 75 sind doch irgendwie 13 Jahre. Er brachte es auf 359 Einsätze, schoss dabei 20 Tore und gab 4 Torvorlagen. 24 gelbe Karten hat er gesammelt und keine rote Karte. Sehr, sehr fairer Sportskamerad. Platz 1 ist ein sehr, sehr besonderer Spieler. Ihr werdet gleich schon merken, warum. Die Rede ist vom Torhüter Wolfgang Kneipp. Auch er spielte mit einer kurzen Unterbrechung bei Arminia Bielefeld und zwar von 1980 bis 1982 und einmal von 1983 bis 1993. Zwischen 82 und 83 war der gute Mann vereinzelt. Der Rekordspieler von Arminia brachte es auf 405 Einsätze. Und jetzt haltet euch fest, der Torhüter. Ich betone es nochmal explizit, der Torhüter schoss 3 Tore und gab 2 Vorlagen. Wann sieht man das denn schon mal? Riesenleistung. An Karten sammelte er 13 gelbe und eine glattrote. Und damit wären wir dann am Ende von diesem Video angelangt. Lasst sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben, wenn euch das Ganze gefallen hat, wenn ihr Bock auf weitere Top 10 Listen von Arminia Bielefeld habt. Bitte warten. Please hold the line. Bitte warten. Please hold the line. Bitte warten. Please hold the line. So, jetzt ist meine Speicherkarte von der Kamera gerade leer gegangen, darum mache ich den Rest jetzt einfach mal hier so. Ich brauche eigentlich gar nicht mehr viel sagen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da und dann sehen wir uns im nächsten Video. Scheiß Länderspielpause. Verbringt die Zeit so gut wie möglich, macht das Beste draus und wir sehen uns im nächsten Video. Reingehauen. Ciao und auf Arminia. Ach, ich habe mich übrigens bei Instagram angemeldet, also wenn ihr Interesse habt, gerne folgen. Ich pack's in die Videobeschreibung. Hey.